Es geht weiter bei Donkey Kong Country mit der Koroktopus Safari, dem längsten Wasserlevel, ich glaube auch dem letzten Wasserlevel im Spiel. Es ist normal ein sehr, sehr langes Level, denn wir werden hier wie im Bempeltempel verfolgt, dieses Mal aber von Koroktopusen oder für mich Calamaris. Ja, dann spreche ich auch gleich mal ein neues Thema an, Calamaris. Wie findet ihr denn Meeresfrüchte? Ich liebe sie, ja. Ich liebe Meeresfrüchte einfach. Sind so episch, schmecken so gut. Nicht nur Meeres, also Calamaris. Dann, was gibt's noch? Fisch, speziell Fisch. Fisch allein ist schon gut. Episch. Einfach nur episch. Und ihr könnt sagen, ob ihr es gut findet. Ich esse eigentlich fast alles, nicht? Aber, also was mit Fisch zu tun hat. Shrimps, alles einfach. Und das war ein Fehler, aber zum Glück hat er uns nicht getroffen. Und dieses Level ist wirklich ziemlich, ziemlich lang. Und was mir jetzt auch wieder einfällt, ich weiß nicht, ob, wie ihr es sagt, ihr könnt es mir in die, Kommentare schreiben. Sagt ihr der Level oder das Level? Ist ja gleich mit der Kommentar oder das Kommentar. Viele sagen das Level, so wie ich im Unterbewusstsein. Wahrscheinlich habe ich es auch in den vorigen Parts gemacht. Ich habe im Unterbewusstsein wahrscheinlich das Level gesagt. Obwohl eigentlich ja für mich der Level richtig ist. Ich wurde jetzt hier unnötig getroffen. Weil meiner Meinung nach auch der Level besser klingt als das Level, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Ich sage eigentlich immer der Level, nur im Unterbewusstsein sage ich das Level. Ich weiß auch nicht wieso. Habe ich wahrscheinlich auch oft gesagt. In meinem Part. So, hier muss man ganz schnell sein, weil jetzt hier, Achtung die Kurve. Einfach nur schnell runterschwimmen. Nein! Jetzt habe ich gedacht, ja. Und mir ist auch aufgefallen, hier sieht man es auch ganz genau. Immer den Bananen folgen. Zum Glück haben wir die Halbzeit schon gehabt. Ihr habt selber gesehen, immer den schönen Bananen folgen. Und dieses Level ist echt, wie sollte ich sagen, weil es so lang ist, ist es einfach asozial. Es geht an die Nerven. Und weil du dauernd von diesen blöden Koroktopussen verfolgt wirst, ist das Leben halt schwer durch diese Calamaris, nenne ich sie einfach. Das sind ja Koroktopusse, aber trotzdem sollte es hier wirklich kein Problem sein, durchzukommen. Eben die Länge des Levels macht's aus. Die Länge treibt einen in den Wahnsinn. Nicht das Level selber. So, hier sind wir nicht durch. Ja, natürlich. Zum Glück kommt hier ein DK-Fass, aber ich bin wieder unnötig getroffen worden. So. Immer schön den Bananen folgen, wie man schon sieht hier. Dann wird man sich nie verschwimmen. Man verschwimmt sich eigentlich sowieso fast nie in diesem Level. Also es kann fast gar nicht passieren. Ja. Und das ist so ein epischer Bug. Jetzt ist der vor uns, obwohl wir eigentlich nach ihm starten müssten, aber wir wurden ja unnötig getroffen. So, einfach schnell jetzt. Schnell, schnell, schnell. Ja. Und unnötig getroffen, weil wieder so eine Kurve kommt. Das ist das Problem hier an diesem Level. Es nervt einfach, dass es einfach fucking lang ist. Und man merkt, wenn ihr mit einem Kong allein ist, man startet dann wieder in der Halbzeit. Und dann kannst du es vergessen, dann ist eh schon alles vorbei. Das ist mein Problem. Das Level ist einfach nervig, weil es lang ist. Nicht, weil es schwer ist. Es ist lang. Das ist das Nervige an diesem Level. Wäre es kurz, wäre es kein Problem. Aber es ist einfach nur lang. Man merkt, das M kommt erst jetzt. Nicht einmal jetzt. Das kommt erst nach diesem Teil hier. So, wir haben jetzt erst einmal das O erst.
Das heißt, wir haben eigentlich noch nichts erreicht. Erst wenn wir beim G sind, dürfen wir drüber nachzudenken. Ans Ende Nacht und wieder so unnötig getroffen. Ich weiß ganz genau, dass die Typen da kommen, aber trotzdem lasse ich mich treffen. So, hier ist erst das N. Gleich. Oder haben wir das schon? Ich bin so durcheinander heute, ich weiß nicht wieso. Irgendwas ist los, dass ich wirklich durcheinander bin. Gut, jetzt sind wir immerhin nicht allein, aber der wird uns jetzt verfolgen. Ja, und der hat uns getroffen. Genau an dieser Stelle hier. Und ich sage euch, wenn ich hier nochmal... Ich werde sterben. Wenn ich auch an diesen kleinen Dingern hier sterbe. Ja, natürlich. Hier kommt nochmal so ein richtig... So, das geht. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay, ich bin nicht gestorben. Jetzt gegen Ende. Glück gehabt. Croctopus Safari auch das zu 100%. Auch hier gab es natürlich keine Bonus. Sam. Cranky will uns wieder beleidigen. Also. Dachte mich schon, euch hier zu treffen. Der Crafty Croctopus versteckt seine Schätze in den Korallenkarambolage. Aber da ich weiß, dass du sowieso nichts verstehst, ist es mir eigentlich egal. Du brauchst ja auch keine Tipps. Ja, natürlich. Es geht aber jetzt zum Glühbirnendrama. Und damit zum ersten Level und letzten Level mit Squawks. Ein tierischer Helfer, der uns hier in der Dunkelheit hilft. Das Level ist eigentlich recht kurz. Und auch nicht schwer. Zu dem, was später kommt. So, Halbzeit hier schon, man merkt. Und er macht eigentlich nichts. Das ist sein erster und einziger Auftritt in Donkey Kong Country. Und eigentlich ist das für einen Gorilla-Gletscher eine wirklich einfache, ein einfacher Level. Für den Gorilla-Gletscher ist das eigentlich der einfachste Level. Da ist schon das N. So, jetzt einfach hier drauf springen, drüber, Fass nehmen, einzig und allein zur Sicherheit, runter. Hier wäre, glaube ich, sogar noch ein Bonus, ja. Gehen wir mal einen Bonus, wenn er schon da ist. Da oben wäre das G. So, sehr gut. Er hat mich getroffen. Das war eigentlich nur ein ganz kleiner Level. Und da haben wir's. Das war alles, was Squawks tut. Das ist das Glühbirn-Drama. Jetzt können wir auch zu Candy Speichern gehen. Machen wir auch gleich. Candy Speicher. Squawks bekommt dann im zweiten Teil eine bessere Rolle, da kann man ihn steuern, auch die anderen freundlichen Helfer oder ja Helfer kann man dann steuern, wie zum Beispiel Rambi und Co. Hier hat man Funky und selbstgestrickte Brücken. Das letzte Level vom Boss. Und das ist so eine, ja, sagen wir mal, Wipfelkommune 2, sagen wir mal so. Und ich gehe davon aus, dass ich hier öfter failen werde als in der Wipfelkommune. Da ist es ja schon fast passiert. So, gut, vorbei an ihm. So, gut drüber. Denn diese Zingas ärgern in diesem Level. In diesem Level sind es eigentlich nur die Zingas. Die sind hier diese nervigen Protagonisten, wenn wir so sagen dürfen. Alles andere ist kein Akt. Die Zingas sind der größte Akt. Gut, jetzt auch hier vorbei. Sehr, sehr gut. Bis jetzt sieht es ja gut aus. Wir haben die Halbzeit. Okay. Gremlings sind auch eigentlich kein Problem, da dürften wir auch locker vorbeikommen an denen. Da oben gibt es noch ein paar Bananen für ein weiteres, ja, komplett unnötig, komplett unnötig. Wir haben ein Leben immerhin, falls wir sterben werden. Ich gehe nicht davon aus, dass ich dieses Level, ich sag schon wieder dieses Level. Also ich glaube, es ist beides richtig, das und der, aber irgendwie im Unterbewusstsein sage ich immer das statt der. Gut, kein Risiko eingehen. Ja. Und da hat mich der erste Zinger getroffen, da bin ich tot.
Das wird dann richtig blöd hier in diesem Level. Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt Gorilla Gletscher in diesem Part abschließen werden. Aber viel mehr glaube ich. Ja. Eigentlich habe ich mich blöd treffen lassen. Gut getroffen, gut getroffen. Ein grüner Kremling einfach mal so zur Quote da reingestellt. Taucht seit irgendwie Welt 2 nicht mehr auf. Ja, schick mir ihn wieder mit Welt 4 ein, damit es ein bisschen schwerer wird. Und da haben wir Donkey. Gut, jetzt sollten wir aufpassen. Jetzt kommen gleich zwei Zingers. So, drüber. Sehr gut. Da haben wir schon den Pfeil, aber das ist sowas von unnötig. Es kommt hier nicht jetzt hier noch ein Teil, der ein bisschen assi ist. Mit diesen Dingern. Ja, wir haben es geschafft. Da oben war ein Bonus. Ja, da ist eigentlich egal, was wir nehmen. Wir haben sogar dreimal am Guard. Zum zweiten Mal. Beim dritten Mal hätten wir jetzt hier einen Run gehabt, beziehungsweise für Leben. Und dann wären wir zur Halbzeit gekommen. Das wäre nicht so sozial gewesen. Okay, er hat uns getroffen, aber wir haben den Exit erreicht. Sehr, sehr schön. Es läuft, es läuft. Auch selbstgestückte Brücken, Hammer. Und damit geht's weiter zu Real Ignortis Raserei. Ich würde mal sagen, Real Ignortis Rache. Es ist ein Rachefeldzug von Gnorti, der hier jetzt seine Revanche will. Da er denkt, dass er besser geworden ist. Aber immer noch. Ist er ein Opfer? Oh, er hat uns getroffen. Und er ist weg. Er ist weg. Diddy hat ihn wieder besiegt. Diddy wird langsam zum Held in diesem Let's Play. Na, 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 na. Wieder eine Banane. Wir sind ja nur bei Bumblebee Rumble gestorben. Sonst haben wir alle im First Try geschafft. Und es geht weiter mit der Krimskrams GmbH. Der Ölfass Boulevard. Ja, jetzt kommt die fünfte Welt. Jetzt wird es natürlich nicht mehr so spaßig. Obwohl, wenn ihr die vierte Welt gesehen habt, die war ja nicht mehr so spaßig. Jetzt kommt Welt Nummer 5. Die auch nicht mehr so spaßig ist. So. Da mal das K. So. Sehr schön drüber. Hier darf man Fails erwarten in dieser Welt. Aber ob so viele Fails vielleicht sehen. Ja, Bonus. Und ich glaube, das ist es. Ja, das ist der Bonus im Bonus. Ich gehe stark davon aus, ja. Ja, ich hab's verkackt. Egal. Wenn man hier so bescheuert ist und das kleinstmögliche nimmt, also eine Banane, immer, dreimal, bekommt man hier ein Fass, ein weiteres. Ich werde es euch vielleicht zeigen. Falls ich sterbe, was ich stark davon ausgehe und nicht zur Halbzeit komme, werde ich euch es zeigen. Wenn nicht, ja, komplett idiotisch mich treffen lassen. Das ist so unglaublich, dieses Bonus im Bonus. Ich weiß nicht, was sich Rare dabei gedacht hat, aber das ist sowas von asozial. Wer ist denn bitte auf die Idee gekommen bei denen? Wer? Und wer hat diesen Bonus im First Try gefunden? Wir haben die Halbzeit, deshalb es tut mir leid für alle, die den Bonus im Bonus sehen wollten. Es gibt viele geile Let's Player, die dieses Projekt gemacht haben. Ich sage nur Geilkind, Neosan LPM oder Let's Play Markus. Und wir sind tot. Das sind wenige dieser Let's Player. Und die haben es 101% gelöst. Empfehle ich nur, wenn ihr sie nicht kennt, dorthin schauen. Die sind echt episch. Sie sind eigentlich auch meine zwei lieben Let's Player, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben Skill und ja, sind Kamot, wenn ich so sagen darf. So, und jetzt kommt hier eine ganz schwere Stelle. In diesem Part, in diesem Level. Da muss man nämlich jetzt hier an dieses Ölfass drauf, bevor hier das Feuer kommt. Und er hat mich getroffen. Mankey hat mich getroffen. Blöd gelaufen, würde ich mal sagen. Ja, ich will mindestens noch den Level hier abschließen. Aber ich mag ihn nicht. Ich mag diesen Level überhaupt nicht. Der ist so richtig
asozial und fast hätte mich der hier getroffen. Sonst mache ich die Krimskrams GmbH im nächsten Part. Ich habe kein Problem damit. So, hier ganz schnell vorbei, weil hier die bisschen abgehen und wieder schnell. Und Didi. Wechsel mal rüber zu Didi, weil wir hier schnell sein müssen. Und wir sind so unnötig gestorben, das gibt's nicht. Okay. So, es geht weiter jetzt hier. Wieder eine kleine Unterbrechung mit Didi und Donkey. Ich bin ja blöd gestorben gerade jetzt eben. Das muss wirklich nicht sein. Aber ich möchte jetzt nur hier diesen Ölfass-Boulevard abschließen. Nehmen wir uns mal hier das Fass. Gut, gut vorbeigekommen. So, das ist hier noch nicht schwer, das habe ich nicht gemeint. Ich habe eigentlich eine andere Stelle gemeint. Ganz genau die hier. Okay, die ist auch noch nicht so asozial. Aber dann kommt hier eine richtig asoziale Stelle, wo man wirklich gut timen muss. Hier nämlich die. Ja, und klar, er hat mich getroffen. So. So, ein bisschen Konzentration, deshalb bin ich mal ein bisschen ruhig gekommen. Immer zwei Fässer, jetzt sogar drei. Und natürlich trifft er mich dann. Ich glaube, ich bin kurz davor, Ölfass Boulevard im nächsten Part zu machen, da dieses Level wirklich schon ärgert und nervt. So, weg mit dir und schnell weiter. Das Problem hier muss man wirklich dann gut im Timing sein, das wird man dann gleich jetzt sehen. Oh, sehr schnell. Das war gut gelöst. Ja. Und da hat er mich getroffen und das war es eigentlich schon. Gut gemacht. Gut gemacht jetzt hier, gut gelöst. Aber jetzt kommt wieder der Idiot. Mit seinen. Genau, weg mit dir. Wir haben es gleich. Ja, und dann kommt noch dieser Teil. Und wisst ihr was, wir machen den Ölfass Boulevard im nächsten Part fertig. Also danke beim Zusehen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Donkey Kong Country. Bis dann und ciao.